Ja, lieber Herr Zierke, ich muss erst mal auf Ihren letzten Satz eingehen. Also, was Sie da über die Renten erzählt haben, das ist ja ziemlich, das verwirrt ja mehr, als es klarstellt. Das Problem ist da ganz einfach. Selbstverständlich sind die Renten von den Löhnen abhängig. Selbstverständlich werden die Renten höher, wenn die Löhne höher werden. Aber in dem Moment, wenn sich die Löhne angleichen, dann gleichen sich nach der jetzigen Formel die Renten automatisch an. Und deshalb brauchen wir eigentlich daran überhaupt nichts zu ändern. Das ist der Punkt. So. Und selbstverständlich hat der Eckhard Rehberg völlig recht. Wenn Sie über die Renten sprechen, müssen Sie nicht nur von denen das anpreisen, die dadurch Vorteile haben, sondern Sie müssen auch so ehrlich sein, diejenigen anzusprechen, die Nachteile davon haben. Und Sie müssen die Nachteile quantifizieren. Und wenn Sie das nicht machen, ist das die halbe Wahrheit. Und die halbe Wahrheit ist auch gleichzeitig eine halbe Lüge, meine Damen und Herren. So, Frau Karawanski, ich muss mich auch noch mit Ihnen mal kurz auseinandersetzen. Wissen Sie, Sie waren im Jahr 1989 19 Jahre alt, wie ich dem Kirchner entnommen habe. Und deshalb können Sie nichts dafür, für den Zustand, in dem die DDR gewesen ist, als sie in die Wiedervereinigung reingeschlittert ist. Wissen Sie? Und deshalb wäre es vielleicht mal ganz gut, wenn Sie mal mit Ihren Altvorderen in Ihrer alten Partei mal reden würden. Und die mal fragen, weshalb sie eigentlich, nachdem sie die Wirtschaft vom Markt gefegt haben, was sie dann eigentlich zu jammern haben darüber, dass die Wirtschaft dann weg ist. Das ist einfach das, was wir damals vorgefunden haben. Und wenn diese großartige Leistung ihrer Altvorderen nicht geschehen wäre, dann hätten wir uns mit der deutschen Wiedervereinigung gar nicht befassen müssen. Denn der ganze Unterschied, über den wir klagen, der ist durch die Politik zustande gekommen, die diese Partei dort gemacht hat, der Sie angehört haben. So, das muss man mal sagen. Kollege Fatz, darf Ihnen die Kollegin Wolf eine Zwischenfrage stellen? Bitte? Darf die Kollegin Wolf eine Zwischenfrage stellen? Ja, aber klar, selbstverständlich. Müssen wir aber ein bisschen die Uhr. Okay. Sehr geehrter Herr Fatz, vielen Dank, dass ich die Zwischenfrage stellen darf. Sie waren so im Redefluss. Ich möchte ein Stückchen zurückgehen. Ja. Sie haben gesagt, zur ganzen Wahrheit gehört den Menschen, wenn es um die Rentenangleichung Ost-West geht, gehört auch dazu, dass man den jetzt Berufstätigen sagt, dass es auch Nachteile gibt und dass es auch Verlierer geben wird. Sie haben gleichzeitig behauptet, wer diese ganze Wahrheit nicht sagt, sagt eine halbe Lüge. Und das möchte ich hier so im Raum nicht stehen lassen. Sind Sie bereit, Herr Fatz, anzuerkennen, dass die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Frau Nahles, genau auf diese Punkte auch hingewiesen hat und sehr wohl gesagt hat, dass es Schwierigkeiten und Nachteile gibt und dass wir hier genau ansetzen müssen, im Lohngefüge etwas zu tun und hier gemeinsam zu arbeiten, dass Löhne in den neuen Bundesländern in der Zukunft anders aussehen und dementsprechend auch die Renten anders aussehen werden? Frau Wolf, ich antworte Ihnen gerne. Es dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass ich nicht meine verehrte Frau Sozialministerin Nahles angesprochen habe, sondern den frei gewählten und nur seinen Gewissen verantwortlichen Abgeordneten Zierke. Und darum ging es, um das, was er gesagt hat und nicht um das, was die Ministerin gesagt hat. Was die Ministerin gesagt hat, hat vorher überzeugend mein Kollege Eckhard Rehberg herausgearbeitet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte es auf keinen Fall versäumen, in dieser Debatte heute ein Wort zu sagen, was meines Erachtens dringend erforderlich ist, nämlich einen Dank an die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland West für die enorme Solidarleistung, die sie zustande gebracht haben, damit der Aufbau in Ostdeutschland die größte Erfolgsgeschichte in Europa und auf der Welt geworden ist. Nun haben wir im Augenblick eine Diskussion um den aufkeimenden Rechtsradikalismus in Deutschland. Und ich kann nur sagen, dieser Rechtsradikalismus hat tiefe Wurzeln, er kommt sogar schon aus der Zeit der DDR, wer sich damit mal genauer befasst hat. Um sich greifen. Entschuldigung, wenn es vielleicht das falsche Wort war, aber Sie wissen, was ich meine.
Die Skinheads gab es auch damals schon. Und diese ganze Geschichte hat enorm an Umfang gewonnen. Und es ist tatsächlich eine Angelegenheit, die uns belastet, besonders uns aus Dresden, uns belastet Pegida, uns belastet die Tatsache, dass diese Demonstrationen nicht aufhören. Und deshalb muss man sich umso mehr fragen, ob wir denn durch unsere Diskussion hier tatsächlich dazu beitragen, diese Entwicklung zu schwächen und dieser Entwicklung zu begegnen. Und da bin ich der Meinung, dass das ein bisschen suboptimal bei uns verläuft. Denn wir wären wesentlich glaubwürdiger, wenn zum Beispiel mal ein einziges Wort über das Thema Konnewitz in Leipzig fallen würde. Wir haben nämlich auch Linksradikale, die mit Pflastersteinen Polizeistationen angreifen. Und darüber fällt hier in der ganzen Debatte bis jetzt kein Wort. Ich halte das für selbstverständlich, dass wir auch darüber reden, wenn wir glaubwürdig sein wollen. Und dass wir auch mal ein Stück weit darüber reden, wer eigentlich die Hemmschwellen abgebaut hat zur Gewalt. Und wenn man sich anguckt, was in Westdeutschland in den Ende der 60er und 70er Jahre der Fall gewesen ist, wie dort die Gewalt gegen Sachen, der Terrorismus, die Mörderbanden und die klammheimliche Sympathie auch von politischen Kräften gegenüber diesen Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland West um sich gegriffen haben, dann ist es bedauerlich und man muss dem entgegentreten, aber es ist leider ein Abbauen der Hemmschwellen gegen Gewalt auch im Osten. Das ist die Folge einer solchen Entwicklung. Und meine Damen und Herren, wir reden viel über Respekt. Dann will ich Ihnen mal ein Beispiel von Respekt sagen und sagen, wie das in Ostdeutschland gewirkt hat. Alle, die damals dabei waren, und dazu zähle ich und meine ganze Generation, wird sich dieses Bild einprägen, bis wir gestorben sind. Und zwar Folgendes. Wissen Sie, können Sie sich noch an den 18. März 1990 erinnern? Da waren Wahlen. Das waren die ersten freiwilligen und freien Volkskammerwahlen in Ostdeutschland und die einzigen. Und wissen Sie, was am nächsten Tag, nachdem die Allianz für Deutschland, die unser Freund Franz Josef Jung damals mitgegründet hat, diese Allianz für Deutschland die Wahlen gewonnen hatte, da erschien am nächsten Tag vor der Bundespressekonferenz ein Bild mit dem damaligen grünen Politiker, später SPD-Politiker Schilly. Und er hielt eine Banane in der Hand und sagte, das hier, das ist das, weshalb, oder wollte damit symbolisieren, das ist der Grund, weshalb die Ostdeutschen die Wiedervereinigung wollen. Die wollten mal Bananen essen. Wer auf diese Art und Weise den Freiheitswillen, den Mut und die Bereitschaft zum Risiko in Ostdeutschland herabwürdigt, bis zum geht nicht mehr, der muss sich nicht drüber wundern, wenn es eine Gegenreaktion gegen eine solche Arroganz und Herabwürdigung gibt, meine Damen und Herren. Und nun kommen wir mal zu dem nächsten Thema, der Osten ist rechts. Jetzt schauen Sie sich mal die AfD, die ja als rechte Partei gilt, an. Wer sind denn die Führer der AfD? Frau Petri kommt aus dem Westen. Herr Höcke kommt aus dem Westen. Frau von Storch kommt aus dem Westen. Herr Gauland kommt aus dem Westen. Wunderbar, der Osten ist rechts. Meine Damen und Herren, ich glaube, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Aber eine kurze Bemerkung eben auch noch mal zu dem Thema Westen. Ich glaube, das Vertrauen in die intellektuelle Qualität des öffentlichen Urteils im Westen hat von Anfang an gelitten gehabt. Denn wenn Sie sich mal daran erinnern, dass in den 70er und 80er Jahren im Westen kein einziger Mensch mehr beachtet wurde, der überhaupt das Thema deutsche Einheit in den Mund genommen hat, und später die ganze westdeutsche Gesellschaft überhaupt nicht bemerkt hat, welchen kollektiven Irrtum sie unterlegen ist, muss ich doch nicht wundern, wenn man in Ostdeutschland jetzt sagt, aha, im Westen sagen sie, die Erde ist rund, also ist die Erde eckig. Ist das Problem der Glaubwürdigkeit. Und jetzt will ich noch zum Schluss zum Thema deutsche Einheit eine wichtige zusätzliche Bemerkung machen. Und zwar, seit langem beobachten wir, dass eigentlich der Westen auf dem Weg in den Osten ist, geistig. Und da gibt es jetzt ein leuchtendes Beispiel. Ich wollte gestern eigentlich einen Brief an den Oberbürgermeister von Trier schreiben, ich habe es aber unterlassen. Und zwar wird dort Folgendes jetzt getan. Dort entsteht
eine Karl-Marx-Statue, von China bezahlt, 6,50 Meter hoch. Tolle Sache. Ich wollte Ihnen einen Brief schreiben, wo ich Ihnen dazu gratuliere und Ihnen den Vorschlag mache, weil ja der Name Karl-Marx-Stadt frei geworden ist durch das Verhalten, ob nicht die Stadt Trier den Antrag stellt, umzunennen sich in Karl-Marx-Stadt. Und vielleicht ist auch noch ein bisschen Geld bei Frau Gutters übrig. Man könnte nämlich ein Ankaufprogramm machen von alten Lenin-Statuen. Die Polen sind froh, wenn sie das loskriegen. In mancher polnischen Scheune ist vielleicht auch noch eine alte Stalin-Statue unterm Stroh und unter Säcken versteckt. Die könnte man aufkaufen und dann ein fantastisches Panorama in Karl-Marx-Stadt, früher Trier, errichten. Karl Marx im Kreise seiner Schüler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit hätten Sie einen großen Beitrag zur deutschen Wiedervereinigung gebracht und gleichzeitig gezeigt, wie sich die Entwicklung im Westen vollzogen hat. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird über